Suchst du nach einer Möglichkeit, um schnell und unkompliziert künstlerisch tätig zu sein? Dann sind ATC genau das Richtige für dich. Hallo ihr lieben Kreativen, ihr ist KLS von Kreatives Leben. Ich bin Mixed Media Künstlerin und möchte ganz viel Farbe auch in dein Leben bringen. Ich liebe ATC, Artist Trading Cards, weil man ganz schnell und unkompliziert kleine Kunstwerke erstellen kann. Und das Beste, man kann sie auch mit anderen tauschen. Möchtest du mehr darüber erfahren? Hast du auch Lust, mit anderen zu tauschen? Dann bleib dran. In diesem Video erzähle ich dir ein bisschen mehr zum Thema ATC. So, ATC sind Artist Trading Cards und einige von uns nennen diese Karten auch Kakaokarten. Ist wahrscheinlich aus Copyright-Gründen so genannt worden. Auf jeden Fall sind Artist Trading Cards von einem Schweizer Künstler, der Vincent oder ja, wie es sich ausspricht, weiß ich auch nicht, aber Vinci Stirnemann heißt er. Und das basiert auf die Idee, dass man Kunst tauscht, also Miniaturkunst tauscht. Ihr seht hier schon, ich habe schon an ganz vielen Tauschs teilgenommen und habe da sehr unterschiedliche Karten, die ich euch auch gerne vorstellen möchte und auch anhand von Beispielen zeigen möchte, wie ihr vorgehen könnt. Vielleicht als erstes die Größe. Das ist ein Standard, auch wenn hier zum Beispiel, also wenn man es genau anguckt, ist das Innere ein bisschen größer, aber de facto ist es ungefähr gleich groß. Die Größe ist 64 mm auf 89 mm oder 6,4 cm auf 8,9 oder wenn man das auf Inches überträgt, sind das 2,5 auf 3,5 Inches. Warum diese komische Größe? Das basiert wirklich auf dieser Idee, dass man tauscht. Und zwar ursprünglich in Amerika Fußballbilder. Ne? Also wir kennen das bei der WM zum Beispiel, tauschen die Kids ja unter sich ja auch Bilder. So was Ähnliches ist es auch. Das gibt es seit ungefähr 25 Jahren. Und die Idee ist einfach genial, weil man so an ganz viele kleine Kunststücke kommt und dass das Ganze ein bisschen die Kunst demokratisiert. Ich werde euch jetzt ein paar Beispiele zeigen, so dass du dir einfach da ein paar Ideen anschauen kannst und du sehen kannst, dass es da wirklich sehr, sehr breit ist und der Fantasie keine Grenzen gesetzt ist. Das Tolle ist, dass du im Gegenzug auch eine ATC bekommst. So, ich möchte euch aufgrund von einem Beispiel von der Adi Birkefeld, die mit mir getauscht hat, was ich super finde, zeigen, wie so eine Karte aussieht. Also vorne eben mit den Maßen, die ich euch vorher angegeben habe, 64 auf 89. Sie hat ihren Namen drauf geschrieben. Das ist natürlich wichtig, dass man weiß, von wem hat man denn die Karte bekommen. Dann hat sie der Karte einen Namen gegeben, also die Kartenserie. Normalerweise macht man das in Serie, das zeige ich euch noch. Und dann hat sie noch Datum drauf geschrieben und aufgeschrieben, wie viel von wie vielen. Also wie viele ähnliche Karten hat sie denn in dieser Serie schon gemacht. Also diese Karte gibt es ähnlich auch bei anderen Künstlerinnen, also Tauschpartnerinnen. Also sie hat die relevanten Informationen ausgedruckt und hier drauf geklebt. Andere haben das einfach von Hand geschrieben. Andere haben einen Stempel benutzt bzw. einen Kleber draufgegeben. Das mache ich zum Beispiel. Ich gebe Kleber drauf, hier auch mit den Informationen drauf. Ja, wie geht man denn vor, wenn man so eine Karte erstellen möchte? Eigentlich ganz einfach. Für mich sind es drei Schritte. Du nimmst ein Papier, ein Masterboard. Ich zeige dir einfach mal so ein Beispiel. Ich habe ja auf meinem Kanal noch ganz viele andere. Und dann schneidet man das zu. Wenn du eben A4 hast, werden es 9 Stücke werden. Wenn du eher die 30x30 Quadrate nehmen aus dem Scrapbooking, dann werden es 12 Stück sein. Aber das ist jetzt mal einfach mal die Basis. Dann hast du eine tolle Basis, auf der du dann Motive raufkriegen kannst. Und um es dir einfach zu machen, empfehle ich dir, entweder selber was zu malen oder zu stempeln. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und
dann, also ich habe hier zum Beispiel in unserem Fall Blätter, sehr einfache Blätter, die benutze ich relativ viel, wenn du mich kennst, die ich so mit Tinte mache und das wird sehr bunt, das wird sehr fröhlich. Ich gehe noch mit dem Gale Pen dahinter, also alles gut. Und dann als letzten und dritten Schritt, finde ich, gehört immer ein bisschen auch ein Wort, ein Spruch drauf. Das ist so, das schließt das Ganze ab. Aber eigentlich ist es wie jedes Kunstwerk, nur einfach kleiner. Du kannst 9 einzelne Werke machen, aber das sollte so eher serienmäßig sein, also irgendwie thematisch, farblich zusammenpassen. Oder du machst es eben so wie ich, so groß Aufgebot, du machst 9 gleichzeitig oder 8 gleichzeitig oder 12 oder 15, welche Zahl auch immer. Und dann kannst du tauschen. Hier haben wir zum Beispiel einen besonderen Fall. Das ist alles mit Collage und aufeinander gelegt. Das hat eine Künstlerin aus New York mir geschickt und das finde ich ganz witzig. Die hat einfach Transparentpapier genommen und das übereinander gelegt und so verschiedene Schichten erstellt. Hier ein anderes Beispiel. Hier wurde, das seht ihr hoffentlich hier, wenn ich das so ein bisschen hin und her kippe. Hier hat jemand mit Embossing Powder auf dem Hintergrund drauf gestempelt und wahrscheinlich dann noch nachträglich mit Gelpens. Also das finde ich immer sehr spannend, wenn man selber in so einem Tausch drin ist, sich die Karten anzugucken und sich Gedanken zu machen, wie hat sie oder er denn das gemacht und eventuell sich da inspirieren zu lassen von den vielen Ideen, die man da bekommt. Du kannst auch einfach einen Ausschnitt aus einem größeren Blatt Papier einfach so benutzen. Das ist ja sehr viel Acrylfarbe, das man hier zum Beispiel sieht. Sehr toll zum Anfassen, finde ich ganz, ganz super. Da, wo ich den Namen drauf habe, sage ich euch das natürlich. Das war von der Holly Heller, eben eine New Yorker Künstlerin, von der ich gesprochen habe. Dann hier hat zum Beispiel die Dagmar Schmidt auf dieses Bild drauf gemalt und ganz einfach ein kleines... hier hat die Dagmar Schmidt diese Sterne ausgestanzt und dann hier verschiedene Collagen gemacht, das so mit diesem Papier drauf geklebt und dann noch eine kleine Kerze reingemalt und da, um Dreidimensionalität zu geben, ein Stück Cord reingeklebt. Hier habe ich 3 verschiedene Karten von der gleichen Künstlerin, um euch zu zeigen, wie vielfältig das Ganze sein kann. Hier zum Beispiel hat sie einen kleinen Hasen als Braid draufgegeben. Und das ist ganz, ganz süß, auch dreidimensional und einfach gekritzelt und ein bisschen ein Wortspiel. Hier hat sie also Embossing Powder benutzt und eine Serviette und obendrauf hat sie noch was draufgeklickt, den Popeye. Und hier hat sie selber dann drauf gemalt. Also hier gestempelt, geklebt, gemalt. Die gleiche Künstlerin, ganz unterschiedliche Kartenresultate. Das ist ja auch immer das Spannende, wenn man sich auf diesen Tausch einlässt. Man bereitet selber was vor und bekommt im Gegenzug sowas Tolles. Die große Frage ist natürlich, wie bewahrt man so etwas? Und was ich dir gerne zeigen wollte, ist von Muji ein Visitenkartenhalter. In Japan sind die Visitenkarten, glaube ich, ein bisschen größer als bei uns. Darum passen diese Karten auch rein. Ansonsten ist es ein bisschen schwierig und ich liebe es. Ich habe es, glaube ich, sogar den Preis, na, 105 Yen. Naja, wie viel 105 Yen ist, weiß ich nicht mehr. Ich denke, das ist so um die 5 Euro maximal. Das ist nicht so teuer, aber es ist sehr praktisch, weil man da einfach seine Karten aufbewahren kann. Und das ist natürlich wunderbar. Diese Karten sind kleine Erinnerungsstücke. In gewissen Fällen weiß ich noch, von wem ich diese habe. Ansonsten, du hast ja gesehen, einfach umdrehen und sehen, von wem die ist. Das ist zum Beispiel eine von mir, was eigentlich selten ist. Die eigenen Karten behält man nicht unbedingt, außer
Du kreierst zum Beispiel 8 Stück und eins behältst du für dich und verschickst die anderen 7. Aber eigentlich ist es nicht unbedingt vorgesehen. Das macht jeder ja ein bisschen anders. Man kann die auch unterschiedlich angucken, nicht immer nur im Porträt natürlich. Und ich finde das total toll, weil man ja auch den Stil einzelner Künstlerinnen wiedererkennt. Vielleicht vorab, ich entschuldige mich, dass ich mich nicht bei jeder Künstlerin bedanken kann, weil ich sie einfach nicht alle auswendig kann. Ich hoffe, ihr freut euch einfach über diese Vielfalt und lasst euch inspirieren. Vielleicht schreibst du auch unter in den Kommentaren, welcher dieser ATC dir am meisten gefällt, und vielleicht kann ich versuchen, entweder diese nachzumachen beziehungsweise die Künstlerin selbst zu fragen, wie sie das hingekriegt hat. Also ich finde diese Sammlung wahnsinnig toll und schaue mir die unheimlich gerne an. Nichts ist mehr wert als Lachen. Ich hoffe, du hast Lust bekommen, hier auch mit uns zu tauschen oder mit anderen Leuten zu tauschen oder selber für dich so kleine Werke zu machen. Die kann man ja eventuell sogar aufhängen, schönen Rahmen aufhängen, und zu Hause, dann hast du ein kleines Kunstwerk zu Hause. Viel Spaß bei ACC machen. Ich hoffe, du hast viel Inspiration bekommen und freue mich natürlich wie immer auf Bilder, auf Kommentare und auf einen Daumen hoch, falls du es noch nicht gemacht hast.